auf nebenan. Hier. Aber echt, jetzt geht's allein durch den Wald hier. Mit Zombies? Wir laufen jetzt einfach mal. Ich guck jetzt mal kurz, was noch alles vor uns liegt. Hat jemand zufällig eine Flare dabei? Nee, ich hab die nicht mitgenommen. Schade. Ja, war gut, das ist halt die Frage, wo wir hin wollen. Wo wollen wir hin? Wir könnten uns ein bisschen hier abseits bewegen, die große Städte. Ich bin eh nicht so ein Fan davon. Und dann laufen wir einfach den Weg weiter und dann kommen wir nach Nadezodino oder sowas. Das hört sich doch gut an. Aber danach kommt halt gar nichts mehr. Da sind wir echt total in der Pampa. Solange ich noch so sehe. Oh, ich sehe Sterne. Ich sehe die ersten Sterne. Ui. Ja. Ui. Boah, wie schnell ist jetzt dunkel geworden? Das ist aber abartig. Ja, wir sind gar nichts. Wird es eigentlich noch dunkler? Ja, klar, das ist richtig dunkel, schwarz. Das ist dann gar nichts mehr. Gar nichts, okay. Ja. Da ist die Taschenlampe schon sinnvoll dann. Jetzt ist sie noch nicht so findig, macht sie noch nicht so viel heller. Ja, ich kann es eigentlich auch ausmachen. Wir sehen noch genug. Ja, man sieht noch genug. Also ein leichter Graustich ist halt mit drin. Also ja. Die Farben her, wahrscheinlich schon gut gemacht. Ja, von denen kann ich nichts sagen. Von der Optik macht die Engine schon was her. Gerade halt ja, auf die Distanz und so. Und da kann H1Z1 nicht mithalten, das ist sicher. Und so langsam spielt sich das Spiel aber auch echt immer besser, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Also, da muss man mal ein Lob den Entwicklern ab. Es ist zwar immer noch nicht flüssig, aber es ist schon besser. Ich meine, also. Es war schon wesentlich schlimmer. Ja, auf jeden Fall. Auf der Gamescom. Oh je. Ja, mir auch, ey. Da habe ich die Hoffnung schon fast verloren gehabt bei dem Spiel. Wenn wir da gerade beim Stichwort H1Z1 sind, dann es gab jetzt auch zur E3 einen neuen Trailer für EverQuest Next. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich muss schon sagen, also wenn die nur die Hälfte davon umsetzen, was sie vorhaben, dann könnte das wirklich mal wieder ein richtig geiles MMORPG werden. Ja, also vor allem halt Free-to-Play vor allem. Halt erstmal Free-to-Play ist ein riesiger Vorteil, ganz genau. Dann soll es 40 verschiedene Klassen geben. Oh, yes. Weil einfach du hast eine Grundklasse, es gibt 4 Grundklassen am Anfang. Und dann kannst du noch weitere finden im Spiel. Und eben deine Angriffe richten sich nach der Waffe, die du trägst. Das heißt, du könntest auch einen bogenschießenden Magier oder einen Krieger mit einem Dolch spielen und sowas alles. Und danach richtet sich eben deine Handlungsmöglichkeit, deine Fähigkeiten. Ja, das ist nicht schlecht. Ja. Und viele allem, Spieler. Die Welt ist frei zerstörbar. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Ist richtig geil. Da gibt's, im Video ist so geil. Da rennen dann so, die beiden Spieler rennen so weg, sieht man so, flüchten sich in ein Haus. Und normalerweise in jedem Spiel ist man ja sicher, in jedem anderen Spiel. Und dann sieht man so, da kommt so ein riesiger Koloss und schlägt einfach mit der Faust das ganze Haus zu Brei und begräbt sie darunter. Ja, super. Ist halt schon was mal ganz anderes. Bin wirklich gespannt. Ja, vor allem das Coole ist, du kannst auch eigene Gegenden entwerfen und die dann zur Verfügung stellen. Ah, da können dann andere Leute rein. Die ganze Zeit? Und wenn das Ding so gute Bewertungen kriegt, dann wird Sony sogar die Dinger in die echte Spielwelt integrieren. Ihr könnt euch sogar das heißt halt schon mal, dass wirklich, das ist immer so bei so Spielen, dass da wirklich talentierte Leute mit dabei sind. Und ich denke, da wird halt allein nur durch die Community so geiler Content nachgeliefert. Das sind die Türen offen. Ja, süß. Also Taschenlampe am besten mal auslassen. Ihr könnt euch jetzt sogar schon das Verarbeitungsprogramm runterladen, das ist glaube ich jetzt in der Alpha, und Sachen entwerfen und die einschicken und dann, wenn ihr das gut macht, dann werden die sofort von Anfang an Teil des Spiels. Ja, das ist immer gut, wenn so ein Spiel Community einbindet, wenn Modding möglich ist, ist immer gut, weil die Dinger können niemals die Kreativität, was da andere haben. Ja, die haben gar nicht die Kapazität, um ganz viele Leute. Und, ich sage ja, die Dinger haben immer die besten Ideen. Hier schon mal irgendwie eine Dose, aber ich lasse jetzt mal liegen, weil die. Jetzt bin ich auch nur noch healthy. Eine Weste. Eine Weste kann ich nicht anziehen, wenn ich ein Waffenholster habe, ne? Nee. Oder? Nee. Geht nicht. Schade. Aber ich kann auch Sachen direkt trinken, wenn sie da liegen. Oh, schlecht. Nehme ich das jetzt gleich nochmal. Ich bin gerade auf dem Trinken. Oh, was habe ich hier? Ah, da habe ich nochmal 9mm Munition. Arnold, ich nehme sie dir mal mit. Was habe ich hier? Ein Magazin? MP5 Magazin. Nice. Ja, MP5 ist ja noch. Seid ihr oben oder wie? Ja, ich nehme das mal mit. Ich glaube, es ist nur Fabian oben. Ich bin draußen und Arnold auch. Ja, dann lass mal. Ja, ich gehe mal hoch. Fabi sieht ja nicht immer alles. Ich sehe nicht immer. Oh, ich habe Streichhölzer gefunden. Jawohl. Ja, es gibt Grillparty. Aber die ist badly damaged, schade. Sonst hätte ich die Weste genommen, weil
die grüne, aber die ist halt wobei meine ist auch damaged. Ich glaube, ich nehme die, ich nehme die Weste. Oben ist zwar, Alter, was haben wir da? Mir ist halt mitten auf dem Dach. Alter, ist das eine Winchester? Eine Winchester? Ah, nein, das ist eine Double Rifle leider. Ah, ah, da haben wir die Double Rifle. Das sah echt jetzt gerade aus wie eine Winchester irgendwie. Ja. So, okay, ich habe jetzt die, ich habe die Tactical West liegen lassen. Hat noch jemand noch keine Weste oder sowas? Ja, die anderen beiden haben ja den Halbschutz und die Pistole. Und ich habe ja auch, ich habe ja eine Weste wie du. Ja, ich habe jetzt eine grüne Weste genommen, die Tactical Weste habe ich jetzt liegen lassen. Ihr seid da, ihr kämpft das sehr schön ab, muss ich sagen. Schöne Straßensperre. Weil das Schwarz ist halt auch nicht so gut getarnt wie grün. Ah ne, ich lasse die Lampe lieber weg. Auch wenn es badly damaged ist, aber ist ja egal. Deiner Weste. Hauptsache sie fasst alles. Na? Müssen wir mal die Munition reinnehmen, mein Freund. Oh, Server Neustart. Gerade wo ich jetzt die Weste gewechselt habe. Ich hoffe mal, dass die noch da ist. Okay, dann machen wir hier einen Cut. Einen kurzen Cut und dann sind gleich wieder da. Bis gleich, Freunde. Ciao. Ja, da sind wir wieder. Da hat es einen kleinen Neustart gegeben. Alles ist wieder zu. Und die Zombies sind auch wieder da, wie ich höre. Und die Zombies sind auch wieder da. Wunderschön. So soll es sein. Und es regnet. Was? Und natürlich sind die Streichhölzer weg. Wie soll es auch anders sein? Ja, meine Weste ist auch leider weg. Aber immerhin habe ich noch meine alte. Jungs, ich habe eine MP5 gefunden. Wow, cool. Wäre vielleicht nicht besser wie die wie die Mosen? Nee, wie die Schrotflinte. Audiakampf, aber es ist immerhin Autoschuss. Oh, mein Daisy ist abgestürzt. Also Simon, komm mal zu mir hoch in den ersten Stock. Ja, da muss erstmal wieder neu rein. Ich muss neu rein. Mein Stock. Alter, was liegen hier für Waffen rum, bitte? Hier liegt eine Mosi und nochmal eine SKS. Oh, SKS ist natürlich auch gut. Das ist eigentlich eine richtig gut starke Sniper, wenn man aber einen Aufsatz hat. Ja, also ja, hier ja, ich hab. Ja. Aber wir hatten ja kein. Wir könnten höchstens die SKS mit dem Fernglas von mir kombinieren und die. Ja, wir hatten ja noch die SKS schon mal und dann muss man doch extra noch das Magazin finden. Dann haben wir. Ja. Habt ihr schon einmal ein SKS-Magazin irgendwo gefunden? Nee. Das war das Problem. Die konnte man ja nicht laden ohne Magazin und wir haben kein Magazin gefunden. Das ist das große Problem, ja. Wie viel Munition haben wir denn für die MP5? Gar nichts. Ich habe ein Magazin doch vorhin gefunden, aber es hat's rausgelöscht. Okay. Schade, aber ich hab halt für die Schrotflinte habe ich ungefähr 70 Schuss. Oh Mann, jetzt hatte ich so eine coole grüne Tarnung. Und jetzt also ich würde die MP5 nehmen, aber ich habe halt ohne Munition, das ist halt ein bisschen doof. Ja, nee, dann lass mal. Wir werden wieder welche finden. Also. Ja. Schade eigentlich. Das war gerade echt geil, was wir da gefunden haben. Es ist alles weg. Ja. Schade. Aber immerhin ist das alles wieder neu. Und vielleicht finden wir jetzt in den Häusern Streichhölzer. Seid ihr schon weiter? Nee, ich bin noch im Polizeiding. Ich würde sagen, wir gehen jetzt, wie gesagt, mal die Häuser noch durchgucken und gucken, wenn wir da Streichhölzer finden. Ja, das sind leider halt hier gleich ins erste rein. Ziemlich klein. Ich gehe mal ins Ortseingang wieder zurück und fange von da dann mal an. Streichhölzer sind eigentlich relativ häufig. Da ist nochmal ein Brunnen übrigens auch hier. Ich bin in einer Seitenstraße, also... Oh, ich bin ja eigentlich stuffed. Geh weiter nach oben. So, jetzt werde ich auch nass. Jetzt feucht, würde ich sagen. Wir sind Hühner. Chickens. Geil, Chickens können wir, glaube ich, auch jagen, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, die müsste eigentlich auch jagen können. So, probieren wir das nochmal aus. Ey. Da liegt's. You are wet. Aber ich kann es, glaube ich, nicht ausnehmen, weil... Ja, bei mir auch. You are getting wet. Nee, ich kann es nicht. Wir müssten da Fabi machen. Aber mehr haben wir eh noch nichts. So. Ja, nee, wir haben ja eh. Wo seid ihr denn? Ich stehe immer noch da. Ich bin am Ortseingang. Ich bin zurück an Ortseingang und fange da jetzt an, mal die Häuser durch so, ob ich da. Okay, dann fange ich mal. Ich bin weitergelaufen und Streichhölzer find. Da war ich schon drin, wer auch immer da rein will. Also die Streichhölzer sind auch weg, ne? Wo du hattest. Ja, ja, Streichhölzer weg, MP5 Magazin weg. Hier bin ich, Simon. Deine Weste weg. Ah, ist klar. Dann gehe ich mal weiter nach vorne. Nee, dass du mich abschießt oder so. Ja, noch nicht. Mal gucken, ob wir wieder finden. So weit sind wir noch nicht. Hinten. Und eine schwarze Jacke wollen wir nicht. Also ich laufe schon mal ein bisschen weiter, ne? Ich habe die Häuser jetzt schon die meisten durch. Ich finde es immer blöd, dass sie die Server-Restarts nicht einfach ankündigen können. Alter, da kommt der Simon vom Wald runtergelaufen, ey. Alter, da kommt so ein Penner mit einer Pistole da auf dem Weg hergelaufen.
Nein, den einfach ab. Ah, also den gibt's, Regen hat aufgehört, wollte ich sagen. Bei mir auch, ja. Simon, geht du da sogar rein? Synchron ein bisschen. Ja, ja, die haben synchron gemacht, eigentlich. Alter, ja, healthy stuff, hydrated. Was seid ihr? Purer Luxus hier. Also ich habe jetzt hier nichts gefunden in den Gebäuden. Simon ist beim beigen Holzhaus, ich bin beim Backsteinhaus, damit die Straße weitergeht. Okay, komm. Na, da geht's hier hinten noch ganz schön weiter. Hier liegt Stuff. Was haben wir hier? Oh, ist es das, was ich denke? Wenn es das ist, was ich denke, dann denke ich, dass ich es nicht verwenden kann. Es ist ein Bajonett, aber es geht nur für die SKS. Schade. Oh, wie geil. Der SKS ist schon stark, aber wie gesagt, wir haben noch nirgends ein Magazin für gefunden. Nee. Ja, vor allem ist eine halbe Automatik, glaube ich, und kein, kein Einzelschuss. Ein Zombie im ganzen Dorf. Ist nicht für Apple. War halt ein kleines Dorf. Es hat deutlich weniger Dorf. Spieler drauf, muss man sagen. Ja, die hätten jetzt einfach keinen Bock mehr. Ja, denk auch. Meine, ist er automatisch abgestürzt, weil es dunkel wurde, oder? Ich denke mal, dass das ein normaler Restart war, ja. Hm, ja. Ich hätte es mal gerne im Dunkeln gespielt. Ja, ich glaube, müssen wir, glaube ich, mal extra auf den Server gehen, wo Nacht ist. Das sind wir dann noch wahrscheinlich ganz alleine. Verkraulte Gurke. Also das Plakat habe ich ja noch nie gesehen, das ist ja mal cool. Ja, ist cool, der Klatsch. Hallo, kannst du es lesen, was da drauf steht? Das sieht aus wie der Möllemann. Kennt den noch jemand? Ja, den kenne ich noch. Und ich kenne nur den Möllemann. War das nicht der Fallschirmspringer? Das war der Fallschirmspringer, genau. Wahrscheinlich ein Plakat. Ah, yes, nee, ich kann es nicht ganz entziffern. Ne. Also man kann ja nicht der Möllemann. Ohne Witz. Er heißt auf jeden Fall Alexander. Alter, hau doch nicht. Wie ist das so richtig gefunden sogar? Nieder mit dem ganzen Politiker abschaut. Der Simon ergreift Partei. Er heißt auf jeden Fall Alexander, irgendwie, weiß ich nicht, was sein Buchstabe das ist, aber dann A. Das sind Kürbisse, vielleicht kann man die pflücken. Da unten ist noch ein grünes Haus. Grünes Haus, da geh ich mal hin. Das geht nicht wie bei den Äpfeln. Aber ich fühle mich immer noch richtig voll, finde ich gut. Aber ich bin nur healthy. Aber healthy ist ja auch schon gut. Und so, oh, die Tür ist gerade ein bisschen buggy. Und health. Healthy ist auch gut. Healthy regeneriert, glaube ich, nicht so viel, aber halt auch. Und eben halt das andere, was wir hatten, das ist halt das Beste, glaube ich. Ich glaube, Healing geht glaube ich, nur, wenn du wirklich auch ein Defizit hast. Ich habe hier Painkillers. Sein, ja. Soll ich Painkillers mal mitnehmen? Ja, ja. Ja, nimm mal mit, wenn du Platz hast. Sowieso. Das gut, ja. Was haben wir hier? Black Hoodie. Hat, eigentlich ist es ziemlich ärgerlich, der Server-Neustart hat uns um unsere Grillparty gebracht. Ja, ja, richtig. Und um meine geile grüne Wäsche. Dauerhai! Jetzt bin ich immer, immer noch so schwarz. So. So, ich mach mal Lagencheck. Was seid ihr? Seid ihr schon weitergelaufen die Straße entlang? Wir stehen am Ortsende. Ja. Na gut, wenn wir die Straße jetzt weiterlaufen, kommen wir irgendwann wieder nach Stary Somor. Vorher noch nach Rogobo und Rogogreva. Das sind immer so tolle Namen, ne? Wir könnten auch mal gucken, dass wir irgendwie den Weg einschlagen, dass wir wieder so nach Roglobo kennen, wir ja auch noch. Sehr schön. Es werden da keine neue Ortschaften, das ist das klar, ne? Ich will eher mal nach Zombieland. Ja. Wir könnten gucken, dass wir nach. Oh, da gibt's eine neue Stadt, sehe ich gerade. Atlanta. Gar nicht. Dann gehen wir dahin. Die ist aber sehr weit weg und die heißt Novodmitrovsk. Ist ganz im Norden. Ja. Auf geht's. Das sind bestimmt viele Spieler jetzt. Und, aber das ist ein langer Weg, also müssen wir. In den Norden. Sogar wir müssen in den nördlichen Airfield vorbei. Auf zur Mauer! Wenn wir wollen. Nee, wollen wir nicht. Wir also schließen unsere Nachtwache an. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nach Stary Sobor und von Stary Sobor aus planen wir dann halt weiter. Aber wir sind jetzt, kann mal gucken, wir sind jetzt hier unten. Das heißt, wir laufen jetzt den ganzen Scheißweg weiter. Wer nickt da? Wie kann man so nicken? Einfach Maus hoch und runter. Headbanging Extreme, macht mal bitte. Ja, wir laufen jetzt einmal mal den Weg, würde ich sagen. Oh yeah, und hier mal spiele ich ein bisschen Musik an, wenn es möglich ist.
sehr geil.